So, Hinnerk angekommen. Bei seinem Freund Hans im Glück, Hotel Post. Herrliches Wetter mit ein wenig Eintrübung, die ich euch gleich erkläre. Hier ist eine Baustelle, Pfingsten wird nicht gearbeitet, Dienstag geht's weiter, müssen auch wir arbeiten. Und hier sind wir. In der schönsten Bergwelt des Salzburger Landes. Heute noch schön im Wellnessbereich von Hans. Und hier steht da unser Klopper. Das Hotelzimmer können wir uns sparen. Wir sind so mit allen Annehmlichkeiten des Vier-Sterne-Hauses versorgt. So, sehr auffällig. Und ich habe darauf geachtet, auf Geoengineering in Bayern, im Raum München und auch in Italien, sowohl in Mailand wie auch über Venedig Richtung Triest. Es gab dort in Italien kein Geoengineering. Es gibt es in Deutschland und Österreich. Diese Wolkenentwicklung, dieses, ja, ich hätte bald gesagt, Spinnengewebe, das hat man an Wolkenbildung gar nicht gesehen in Italien, sondern da war es blau. Und das ist durch Chemie, durch Geoengineering, durch Flugzeuge, die entsprechende Substanzen versprühen, entstanden. Ihr seht hier jetzt noch die Streifen. Diese Streifen, das sind Bewegungen der Flugzeuge, die keine Kondensstreifen hinter sich herziehen, sondern Chemie versprühen und damit zu dieser Schleierwolkenbildung. Schleier ist für mich ist der falsche Begriff, sondern eher der spinnengewebartigen Wolkenbildung beitragen. Das links und rechts, dieses stark weiße Wolkengebilde, das sind die natürlichen Wolken. Und hier seht ihr die Eintrübung des klaren blauen Himmels. Das ist Geoengineering. Es ist einfach grässlich. Die Ursache dafür ist, ja, verschwörungstheoretisch, der Unterschied zwischen Wahrheit und, also Wahrheit, Realität und Verschwörungstheorie ist mittlerweile 2 Jahre. Also dieses Geoengineering, was als Verschwörungstheorie vor Jahren schon verschrien wurde, ist mittlerweile klar bewiesen, wissenschaftlich, und sie halten auch nicht mehr hinter dem Berg. Sie wollen das Klima beeinflussen, die Hitze aus der Erde rausnehmen und für Wolkenbildung beitragen. Dieses ist alles Blödsinn und es führt weiter zur Schädigung der Bevölkerung. Es rieseln entsprechende chemische Bestandteile, Metalle, ja, auf das Leben und beeinträchtigt dieses gesundheitlich. Hinak.